Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Reset-Bild-Knopf in Kreativmodus erstellen könnt, also wie ihr eure gebaute Gebäude einfach kaputt machen könnt, also so gesehen zurücksetzen könnt. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet bzw. Tutorials, würde ich mich freuen, wenn ihr mich kostenlos unterstützen würdet unter Itemshop, hier unten unterstütze einen Creator und hier Loschas eintragen und auf Annehmen. Vielen lieben Dank meine lieben Freunde, es lohnt sich. Okay meine lieben Freunde, wir gehen jetzt in den Kreativmodus. Yay, hier sind wir auch schon. Ich habe jetzt schon mal für euch hier alles vorbereitet. Wir benötigen dafür zwei Geräte, damit das alles funktioniert. Und zwar einmal das explosive Gerät und einmal diesen Knopf. Ganz einfach und easy. Das findet ihr einfach unter Geräte. Hier gebt ihr einfach EX ein und dann kommt das schon. Dann setzt ihr euch das hier rein und einmal den Knopf. Einfach KN eingeben hier bei den Geräten und setzt das hier rein. Okay, ich erkläre euch das Schritt für Schritt alles gründlich, wie alles funktioniert. Die Einstellungen zeige ich euch auch. Okay, fangen wir mal mit diesem Gerät an. Hier sind die Einstellungen und zwar wir fangen mit der Kondition an. Hier stellt ihr einmal auf unzerstörbar, dann Schadenswerte anzeigen, macht ihr auf aus. Explosionsradius macht ihr auf 5. Spielerschaden ist wichtig auf 0. Kein Schaden an Team, macht ihr es aus. Oder ihr könnt einstellen, aber wie gesagt, wenn ihr Free for All macht zum Beispiel oder allgemein Teamkampf, einfach auf Ausmachen. Dann Gebäudeschaden, wichtig, macht ihr auf 5000 komplett hoch. Beschädigt und zerstörbare Gebäude, macht ihr auf Nein. Ich zeige euch gleich auch die Inseleinstellungen, wieso. Das ist wichtig, also wie gesagt, dranbleiben. Wegstoßen, macht ihr auf Aus. Explosionsschaden erfordert Sichtlinie, macht ihr auf Nein. Distanz für Explosion macht ihr auf Aus. Verzögerung nach Annäherung macht ihr auch auf Aus. Team bei Annäherung ignorieren auch auf Aus. Zeit bis Detonation ab Spielstart auf Aus. Grafik und Soundeffekte abspielen macht ihr auf Nein, weil ich glaube nicht, dass ihr das ganze Zeit hören möchtet. Einfach auf Nein. Anzeige der Reichweite macht ihr auf Aus. Im Spiel sichtbar auf Nein, das bedeutet, wenn ihr das Spiel gestartet habt, dann seht ihr dieses Gerät nicht. Auf Nein ist wichtig. Kollision ins Spiel auf Aus. Das heißt, wenn ihr im Spiel seid und das Gerät für euch nicht sichtbar ist, aber ihr könnt dagegen laufen. Ich denke mal, ihr möchtet das nicht. Ihr läuft dann einfach immer durch das Gerät durch. Also ganz einfach erklärt. Dann Kollisionsbeschränkung macht ihr auf Alles. Konditionsbalken anzeigen macht ihr auf Nein. Audio abspielen auch auf Nein. Ihr benötigt kein Audio dabei. Geräte 3D-Gitter auf Sprengfass. Jetzt kommen wir zum Kanalbelegung. Explosion bei Empfang von. Macht ihr auf einen beliebigen Kanal bzw. auf einen Kanal, was bei euch noch frei ist. Das heißt, ich habe jetzt auf Kanal 1. Nicht, dass ihr auch jetzt auf Kanal 1 setzt und bei euch auf der Insel schon dieser Kanal vergeben. Das wird soweit dann nicht funktionieren. Wie gesagt, sucht euch einen Kanal aus, was ihr noch frei habt. Und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, damit ihr es unendlich einsetzen könnt. Auf Wenn explodiert, senden an Kanal 2. Das heißt, ich habe jetzt auf Kanal 2 gesetzt, weil dieser Kanal bei mir frei ist. Ihr setzt bitte auf einen Kanal, was bei euch auch frei ist. Das heißt, auf Kanal 30, 40, 50, keine Ahnung, was bei euch frei ist. Wie gesagt, aussuchen, was bei euch frei ist. Das ist wichtig, damit sich das auch zurücksetzt. Wenn ihr einen freien Kanal gefunden habt, beziehungsweise hier gesetzt habt, setzt ihr diesen Kanal zugleich, also zurücksetzen bei Empfang von, auch auf diesen Kanal, also auf Kanal 2. Also ihr sucht euch einen Kanal aus, wenn explodiert, senden an diesen Kanal und wenn es bei euch gesendet worden ist, wird es automatisch zurückgesetzt. Also wie gesagt, freie Kanäle. Ich gehe es nochmal durch. Ich scroll nochmal langsam für euch runter, dann könnt ihr das soweit übernehmen. Okay, dann hätten wir das. Soweit haben wir fast auch schon alles fertig. Jetzt geht ihr einmal zu den Inseleinstellungen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig. Das müsst ihr auf jeden Fall einstellen, sonst wird das nicht funktionieren. Es ist nur dieser eine Weg, damit es auch so funktioniert. Auf jeden Fall, ihr geht auf Einstellungen. Dann scrollt ihr einmal runter. Und zwar genau bis hierhin. Schaden an Umgebung macht ihr nur von Spielern gebaut. Das ist wichtig, das einstellen. Ihr habt hier alle aus und nur von Spielern gebaut. Das einstellen.
Sehr wichtig, sonst wird das nicht funktionieren. Und der zweite Punkt ist Gebäudeschaden. Da stellt ihr vom Gegner gebaut und selbst. Dann habt ihr einmal gar nichts. Also das, wie gesagt, das hat keinen Sinn. Das dürft ihr nicht einstellen. Auf alle ist auch gar keinen Sinn. Selbst gebaut macht auch keinen Sinn, sonst wird das Gerät nicht funktionieren. Vom Team gebaut macht auch keinen Sinn. Vom Gegner gebaut auch nicht. Wie gesagt, vom Gegner gebaut und selbst. So, das könnt ihr soweit lassen. Dann könnt ihr das soweit lassen, könnt dann zurückgehen. So, dann habt ihr soweit alles eingestellt. Jetzt kommen wir zu diesem Knopf. Das sind die Einstellungen, die sind voll easy peasy. Ich zeige euch mal, was hier alles eingestellt worden ist. Also Interaktionszeit habe ich jetzt für die Vorführung auf 1 Sekunde gestellt. Ihr könnt auch auf sofort, also hier auf 0 Sekunden oder keine Ahnung, wie zum Beispiel 2 Sekunden und so weiter. Wie gesagt, ich lasse es jetzt erstmal auf 1 Sekunde. Dann aktivieren das Team jedes. Hier bei Interaktionstext macht ihr Reset Build oder Zerstören oder whatever. Aber wie gesagt, das empfiehlt sich in diesem Fall, wie gesagt, Reset Build. Und dann hier, wenn damit interagiert, senden an 1. Das bedeutet an das Explosionsgerät. Hier sind die Kanäle, wie gesagt, einschalten bei Empfang von, auslassen, ausschalten bei Empfang von, auslassen. Nur das hier, wenn damit interagiert, senden an Kanal 1. Ja gut, das sind, wie gesagt, das sind die drei Sachen, die ihr benötigt. Interaktionszeit, 1 Sekunde, Interaktionstext. Reset Build, das wird am Knopf dann angezeigt, wie das heißt. Wenn damit interagiert, senden an Kanal 1. Also das bedeutet an das Ding. Wenn dieser Knopf interagiert worden ist, wird es an Kanal 1 gesendet. Das bedeutet hierhin an Explosion bei Empfang. Dann wird es ausgelöst. Und wenn es ausgelöst worden ist, wenn es explodiert worden ist, sendet es an Kanal 2. Und dieser Kanal 2 sendet auf Zurücksetzen bei Empfang von Kanal 2. Okay, dann ist es ein unendlicher Kreislauf und ihr könnt unendlich das benutzen. Wie ihr jetzt dieses Explosionsgerät verteilt, ist euch überlassen. Wie gesagt, ihr nehmt das, kopiert das, macht einmal unter die Rampe, so, sicher, sicher, wo ihr möchtet. So fängt dann zu fliegen, wenn ihr möchtet. So, dann setzt ihr das überall hin auf eure Map. Es ist halt unterschiedlich, wie ihr diese Map gebaut habt. Macht einfach hier überall, damit alles so safe explodiert. Auf dem Boden alles verteilen, wie ihr möchtet. Im Spiel wird das ja dann nicht sichtbar. Ich zeige euch gleich, wie das auch aussieht. So, verteilt. Dann macht ihr einmal hier auf Feld, auf Aus. So, dann macht ihr das noch in der Luft. Es kommt ja darauf an, wie hoch eure Arena ist. Wenn die so komplett hoch ist und man komplett hochgebaut hat, naja, macht ihr sicherheitshalber auch noch oben ein paar. So, dann stehen die hier oben. Dann wird auch alles soweit ausgelöst. So, okay, ich droppe jetzt einmal kurz runter. Yippie! Okay, jetzt haben wir hier alles überall verteilt. So, dann könnt ihr diesen Reset-Knopf einmal kopieren. Die Settings sind ja schon drin. Und dann dreht ihr das einfach mal so easy peasy und stellt es auf diese Rückseite. So, dann habt ihr einmal 2 Reset-Bildknöpfe. Okay, jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. So, wir haben jetzt das Spiel gestartet. So sieht das jetzt im Spiel aus, also live. Ihr seht diese ganzen Explosionsgeräte nicht. Hier schaut mal. Wir laufen hier einfach durch. Wir stehen ja hier alle, aber wir können hier durchlaufen, weil die Kollision aus ist. Wir gehen jetzt einmal hier hin und bauen etwas. So, easy peasy, irgendwas bauen. Einmal hier hoch, so. So, la la la. Jetzt bin ich gedroppt, egal. So, wir bauen hier einmal alles, also beziehungsweise wir bauen hier alles zu. So, mit Steinchen. Jetzt habe ich ein bisschen gepinkt. So, jetzt haben wir hier einmal aufgebaut. Ein bisschen gebaut. Hier machen wir noch ein bisschen Stahl, dies, das, yay. Ist das, pipapo, Finger in Mexiko, so. Alles voll, so wie ihr seht. Hier alles voll gebaut. Jetzt gehen wir einmal hier zu diesem Reset-Bild-Knopf und interagieren. Schaut mal, wir resetten, zack, und alles geht down und alles geht kaputt. Ganz einfach und das könnt ihr immer wieder wiederholen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mein erster Tutorial für euch. Da das von der Community soweit angefragt worden ist, dachte ich mir, komm, mache ich das für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen, das Video. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniert mich gerne kostenlos, damit ihr solche geilen Tutorials bzw. Videos nicht mehr verpasst. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.